Wie wollen wir in einer digitalisierten Welt, in der vielleicht einige wie die Plattenläden verschwunden, die Unis verschwunden sind, die Taxiunternehmen verschwunden sind, was für eine Rolle spielen wir noch, was müssen wir da aufnehmen? Das ist ein Punkt, über den man diskutieren kann, was ist eigentlich, was macht Lernen und Lehren aus? Wo geht die Reise hin? Vielleicht sind es dann die Gelehrten wie in der Antike, wo halt dann die Studierenden zu den Gelehrten hin gepilgert sind und haben sich dann bei Plato ein paar Vorlesungen abgeholt und sind dann zurück irgendwie in den Barbarenstamm nach Germanien geschlappt. Also ich habe mal bei Plato Vorlesungen gehört. Und dann, also der kennt sich aus, der weiß wenigstens, was eine Idee ist. Also dass es vielleicht eben sehr viel stärker auch wieder personalisiert wird, sehr viel stärker individualisiert wird. Das sind ja auch Tendenzen, die wir heute feststellen an allen Ecken und Enden. Unser Fernsehprogramm können wir personalisieren, unsere Nachrichtenticker können wir individualisieren. Wir können im Fahrzeug sogar unseren Sitzplatz genau personalisieren, dass eben die Spiegeleinstellungen auf mich zugeschnitten sind. Das sind banale Beispiele, aber es zeigt nur, das Thema der Individualisierung und der Personalisierung zieht zusammen mit der Digitalisierung ein. Und worum soll das vor der Lehre und dem Lernen irgendwie Halt machen, ist mir nicht ganz klar. Ich glaube, mit der Sache müssen wir uns auseinandersetzen. Wir sind ja, die letzten Jahre haben wir doch einiges an Energie und Zeit investiert, um in Universitäten sowas wie E-Learning-Systeme zu installieren und zu betreiben. Und wenn man sich dann konkret anschaut, was das sind sehr reichhaltige Tools. Also wenn ich jetzt Moodle anschaue, die Palette an Möglichkeiten in so einem Tool ist wirklich sehr umfangreich. Und dann frage ich mal bei unseren Moodle-Leuten nach, beziehungsweise bei den Kollegen und als auch bei den Studierenden, was von den Fähigkeiten werden denn eigentlich genutzt? Dann stellt man fest, ja, Datei-Download, das ist 99% des Datenverkehrs, der Rest der Funktionalitäten wird kaum genutzt. Dann frage ich die Studierenden, Moment mal, jetzt haben wir doch eigentlich auch die Möglichkeit, so Diskussionsforen in Moodle zu betreiben. Die habe ich auch geöffnet und eingerichtet. Alleine kein Studierender nimmt diese Tools wahr. Ich stelle aber plötzlich fest, dass es eine Facebook-Gruppe gibt, die Studierenden von sich aus gestartet haben und wo die Studierenden heftigst zu dem Thema der Vorlesung diskutieren und sich austauschen. Da kann ich schon sagen, okay, also ich habe das Tool nicht ausgesucht, ich würde vielleicht auch nicht Facebook als das ultimativ beste Tool bezeichnen, aber die Entscheidung wurde mir einfach abgenommen. Ich kann mich nicht darüber beklagen, deswegen, weil einfach die Studierenden wirklich substanziell sehr intensiv untereinander austauschen und die Möglichkeiten von Moodle benutzen. Ich habe hier vor kurzem das Video gesehen, hier Link dazu und da gibt es diese Webseite. Und also der Austausch zwischen den Studierenden, was die sich gegenseitig mitgeben dabei, ist weit jenseits dessen, was ich jemals in einer vernünftigen Zeit an Material akkumulieren könnte, um es den Studierenden zu geben. Die machen das selbst, ohne mein Zutun. Einfach deswegen, weil sie die Möglichkeiten sehen und weil sie untereinander sich austauschen wollen. Also da könnte ich, wenn man so wollte, schon die Vorstufen eines Uberization-Prozesses ablesen. Ich versuche dann mir auch mal Gedanken zu machen, was man denn, wie man Lehre vielleicht auch mal neu, noch einmal anders diskutieren könnte. Ich habe schon überlegt, ob ich hier mal ein Seminar mache oder eine Lehrveranstaltung ankündige und eigentlich ohne Inhalt. Also so Art gruppendynamisches Experiment und sage, liebe Studierenden, jetzt sitzt ihr hier. Wenn ihr mit mir das Semester durcharbeitet, dann gibt es eine Lehrveranstaltung für so und so viele ECTS-Credits, aber die Inhalte bestimmt ihr. Was wollt ihr von mir lernen? Was wollt ihr wissen? Keine Ahnung, ob sowas funktionieren kann, aber einfach nur mal die Verantwortung ganz gezielt den Studierenden übertragen. Fragt mich einfach mal was. Was hat euch schon immer mal interessiert? Also das, was viele Studierende oft machen am Ende einer Lehrveranstaltung, dass sie zu mir kommen und sagen, ich hätte da mal eine Frage, kann man das nicht als Gegenstand und diesen natürlichen Impuls benutzen, um Lehre zu machen, um einfach die Verantwortung des Studierenden zu übertragen? Das würde mich mal interessieren, ob das klappt. Zunächst einmal, wenn man jetzt in einem Rahmen hier wie bei dem Fellow-Programm zusammenkommt, wo viele Personen dabei sind, die alle sich selber Gedanken gemacht haben, wie man den Prozess des Lernens und Lehrens befördern und vorwärts bringen kann, da kommen die unterschiedlichsten Ideen zustande. Zum Teil unterschiedlich deswegen, weil sie aus unterschiedlichen Fachdisziplinen stammen oder einfach auch nur die Studiensituationen vor Ort anders sind. Und ich denke, man muss nicht unbedingt jetzt sofort daran denken, Dinge zu kombinieren, die da konkret vorgeschlagen werden. Was sehr hilfreich ist, einfach mal ab und zu mal einen Tritt gegen den Kopf zu kriegen und zu sagen, okay, ich habe das Problem, ich habe diese Lehrinnovation zur Kenntnis genommen. Was löst es in mir an Ideen, an Assoziationen aus? Kann ich die
wiederverwenden, um vielleicht selber eine neue Idee weiterzuentwickeln. Ich kann auch sagen, ich habe auch bestimmt hier im Rahmen des Fellow-Treffens dann 2 oder 3 Ideen, nicht unbedingt kombiniert, aber die als Startpunkt genommen und in meinen Lehrkontext zu übertragen und einzubetten und habe feststellen können, ja, funktioniert wirklich, kann ich auch so machen. Und ich glaube, das ist der entscheidende Punkt, dass man eben auch eine Motivation hat, sich andere Dinge anzuhören, dass man inspiriert wird und dass es natürlich auch einen Austausch zwischen den Fellows gibt, weil es ja alles Menschen sind, die mit einem ähnlichen, sagen wir, Treiber ausgestattet sind. Sie möchten eigentlich unheimlich gerne etwas für die Verbesserung der Lehre tun. Und ich glaube, das ist für mich immer auch Stimulanz, hierher zu kommen, weil man einfach neue Ideen bekommt. Und ich muss nicht lange debattieren darum, warum ich das glaube, dass es wichtig wäre. Da sind wir alle auf einer Ebene. Und das macht es eigentlich auch wertvoll. Und ich glaube, dass da auch eine ganze Menge Impulse aus so einem Kontext heraus entstehen.